9 Stunden bis zum Morgen. Ja, das denke ich mir auch immer. Josh. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Wann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten? Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja, na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Yo, 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 steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stop. Ich meinte nur das. Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt, das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen können. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Und? Wie läuft's bei dir? Gut nur. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Achtung. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Zustimmen. Ja. Absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann. Sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. schon gut, kapiert. Wow. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier 4 entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Alter. Oh, da fällt eine Axt. Hinweis. Aha. Da fällt eine Axt. Ja, ja, ja. Das nenne ich ja mal clever. Sehr gut.
Alles okay? Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. War ich das? Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Oh, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich hab noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und husch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Und ein Totem. Nice. Verlust. War das Emily? Oder wer war das? Boah, Alter, ich höre schon Geräusche. Als Meister wegen Brandstiftung verurteilt. Rache. Schuld gegen Familie, das Film. Okay. Könnt ihr sonst auf Pause klicken, Leute? Gut. Was haben wir da noch? Nein, hier haben wir nichts mehr. Perfekt. Nein, hier ist nichts mehr. Für den Moment. Ich höre Geräusche. Ah, echt cool. Familienporträt, okay. Perfekt. Ich hasse, wenn im Spiel die Tür einfach alleine zugeht. Ich hasse es. Alter. Okay, schauen wir uns mal in Ruhe um. Für den Seniorabschlussball, Hannah Sam, Mike, Emily. Okay, nice. Alter. Dann kann ich hier durch. Was haben wir hier noch? Ich glaube, hier ist nichts mehr unter. Aber habe ich irgendwie nicht das Gefühl gerade. Aber wir schauen uns alles an. Washington, hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten.
Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachrichten. Okay. Okay, wir gehen jetzt hoch. Die Badezimmer sind jetzt sicher oben. Habe ich das Gefühl. Alter, ist die Lodge gross. Die ist ja riesig. Was? So ein Dreck! Perfekt. Wir frieren doch hier draußen. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby-Vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow. Ganz ruhig, Cowboy. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Klar. Ja, Mann. Sorry, es war ein langer Tag. Ich habe einfach überreagiert. Hey, Mann. Kein Ding. Alles cool? Ja, ja, total. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas.
Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würd's mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein! Gut. Machen wir uns mal auf den Weg zu dieser Hütte. Alter Schwede. Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch. Super Einfall. Okay. Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass, wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird jetzt vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Okay. Dann gehen wir weiter. Ich glaube, die Folge hält sich nicht mehr allzu lange. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Krass, Mann. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Okay.
Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Ja, stimmt. Generator. Och nee, schon in den Totem. Jo, schon in den Totem. Mike, vielleicht generierst du mal der Alpha und setzt nicht den blöden Generator in Gang. Gefahrstod. Okay, ich schreie ihn jetzt an, genauso wie du mich. Mal sehen, ob's klappt. Okay. Okay, mal sehen. Boom. Sehr gut, Mikey. Perfekt. Und es werde Licht. Du bist echt genial. Das ist das, Alter. Ey, nee, komm, hör auf, Alter. Sesam, öffne dich. Tada! Sesam, öffne dich. Hab ich ja gesagt. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Leute, wir machen in der nächsten Folge. Bist du schon gespannt? Hier weiter. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.